Willkommen zurück. Wir machen weiter mit Tomb Raider. The Forgotten Treasure. Ich war gerade beim Kopf bei Himalayan Mysteries. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil das hier so mysteriös aussieht mit dieser Wand und den Zeichen da hinten. Was da dahinter steckt, das versuchen wir jetzt mal rauszufinden. Ich habe gerade noch überhaupt keine Ahnung, was uns das hier sagen soll. Aber wir probieren es einfach mal. Wir speichern jetzt hier mal, weil da steht Save. Gehen wir mal lieber nochmal sicher, saven das Ganze und müssen rausfinden, was es hiermit auf sich hat. C-T-R-A-O-A. Ist ein Pferd. Sind es Schachfiguren? Also das Pferd, der Turm und der König oder Königin oder irgendwie sowas. Würde ich jetzt vielleicht schätzen. So, da bin ich wieder. Leute, ich hab's gerade richtig verkackt. Oh Mann, ey, wie richtig. Das ist so dumm. Ich stand hier gerade vor dem Rätsel, hab mir gedacht, wie löst man das am besten? Und hab dann angefangen, hier diese Buchstaben einzutippen: C-T-R-A-C-A. Und dabei vergessen, dass meine Aufnahmetaste das T ist. Das heißt, ich habe die Aufnahme abgebrochen und dann ziemlich zum Ende der Folge hin festgestellt: Moment mal. Wieso leuchtet das Aufnahmesymbol grün und nicht rot? Wieso bin ich nicht auf Aufnahme? Und dann denke ich mir so, nein, nein, du hast jetzt das T eingegeben und damit die Aufnahme beendet. Richtig dumm. Okay, aber jetzt ist es so, jetzt müssen wir das halt nochmal neu machen. Und so arg weit bin ich gar nicht gekommen tatsächlich. Man muss sich die Figuren merken. Also hier Pferd, Turm und König, Königin, was auch immer. Und die Buchstaben dazu, also C und A für das Pferd kann man sich ja ganz gut merken mit dem Kleidungsgeschäft. T und O und R und A. Ich habe auch ein Bild davon gemacht auf meinem Handy, falls ich mir nicht merken kann. Hier auf dem Boden findet man ein Omega-Symbol, was uns unten die Tür unter Wasser geöffnet hat. Und dann kommen wir jetzt zu dem Rätsel, wo wir diese Kombinationen wissen müssen. So, und dafür schwimmen wir jetzt hier einmal durch. Und ganz schnell rechts, weil in diesem Spiel unter Wasser Kugeln rollen, die auch noch aus Lava sind. Also das ist absolut logisch, dass hier auf einer geraden Fläche Lavakugeln unter Wasser durch die Gegend rollen. Auch ein wahres Mysterium. Deswegen ist das kein Wunder, dass ich hier bei Himalayan Mysteries anmoderiere. Obwohl wir hier beim Forgotten Treasure sind. Ja, wir haben jetzt hier noch einen Hebel gefunden, der öffnet uns diese Unterwassertür. Und da kommen wir jetzt schon direkt zu dem Rätsel und da steht auch, Leute, speichert ab. Nicht, dass ihr es wieder verkackt, wie ich das, habe es zwar auf andere Weise verkackt, aber immerhin habe ich es verkackt. Genau, speichern wir hier ab, dass wir nicht irgendwas Falsches machen und irgendwie das ganze Ding sich irgendwie aufhängt und verbuggt. Weil verbuggt ist letztendlich auch verkackt. So, jetzt holen wir erstmal ein bisschen Luft und schauen uns dieses Rätsel an. Und zwar kriegen wir jetzt angezeigt, one lever pro Symbol. Also ein Hebel pro Symbol. Wir sind jetzt beim Pferd und haben als erstes C und A. Haben wir uns gemerkt, weil das ein Kleidungsgeschäft ist. War ich sogar letzte Woche mit meinem Bruder, habe mit dem eine Jacke rausgesucht, weil er eine neue brauchte. Und habe natürlich selbst nochmal zwei T-Shirts mitgenommen. Obwohl ich eigentlich überhaupt keine brauche, aber ihr wisst ja, wie es ist. Wenn man was sieht, was einem gefällt, nimmt man es dann doch mit. Aber naja, man kann nie genug T-Shirts haben. Auf jeden Fall das zweite war gewesen T und O. Das heißt, wir müssen hier das T ziehen. Das O sieht man nicht, es ist aber trotzdem richtig. Und vor dem letzten holen wir nochmal kurz Luft. Da müssen wir nochmal schnell hier durchatmen, bevor wir hier jetzt ertrinken. Und falls es euch auffällt, im Hintergrund haben wir wieder diese schöne Ohrenrätselmusik jetzt gerade gehabt, die wir aus dem letzten Level kannten. Und das letzte war R und A. Hier sieht man das R nicht, aber das A gibt den Hinweis darauf, dass das der richtige Hebel ist. Und damit haben wir hier unten die Tür geöffnet. Schönes Rätsel. Haben wir jetzt geschafft. Das letzte Mal waren wir nach 10 Minuten erst an der Stelle. Jetzt haben wir nur 3 oder 4 gebraucht. Und ja. Haben doch, denke ich, dann hier einen ziemlich zügigen Fortschritt erzielen können. So, dann speichern wir hier ab. Hier ist mir übrigens an dieser Stelle aufgefallen, ey, wieso leuchtet das Symbol grün und wieso nimmst du nicht auf? Was ist jetzt schon wieder los? Und denk mir so einfach nur, nein. Wie dumm kann man eigentlich sein?
Und ein bisschen gemein war es auch. So, das war jetzt dumm, beziehungsweise ungeschickt. Ich würde es jetzt nicht als dumm bezeichnen. So, da springen wir jetzt auch nochmal hoch, weil da haben wir einen Hebel gesehen, der uns bestimmt weiterhelfen wird. So. Passiert schon was, wenn man hier aufs Omega tritt? Ich weiß es nicht. Ah, okay. Meine Frage ist nur, ob das jetzt ein Zeitspiel ist. Oder ob man hier massig Zeit für hat. Ich habe eher das Gefühl, dass es nicht lange hält. Kann man da rüberspringen? Wir probieren's mal. Nee, das war nix. Aber diese Unterwassersäulen, obwohl... Nee, ich glaube, das war doch auf Zeit, weil sich das jetzt hier gerade wieder zurückgeschoben hat. Das müssen wir uns jetzt nochmal hier in Ruhe anschauen, wie das jetzt gedacht ist. Dann laden wir gerade mal. Dann müssen wir nicht nochmal hochkraxeln zu dem Hebel. Sind wir nämlich schon da. Gucken jetzt mal, wie viel Zeit wir überhaupt dafür haben. Oder? Es ist doch kein Zeitspiel. Gute Frage. Es könnte auch... Nee, doch. Ist ein Zeitspiel. Und die waren ja vorher schon da. Das heißt, wir müssen irgendwie sehen... Das gucken wir uns jetzt nochmal an. Das machen wir jetzt nochmal. Speichern jetzt auch vor dem Hebel, dass man den direkt ziehen kann, wenn wir laden. So. Und dann ist halt die Frage, wie kommt man da drauf und von wo muss man los? Also hier kommt man nirgendwo hoch. Ah, ich glaube schon, dass man hier diesen Weg über die Kisten machen muss. Dass man dann darüber springt, was wir versucht hatten und an der Decke hängen geblieben sind. Jetzt ist das wieder weggefahren. Ja, ich glaube, so müsste das gehen. Probieren wir es doch einfach mal. Muss ja irgendwie machbar sein, oder? Aber nicht so einfach, wie wir sehen. So, dafür springen wir hier lang und hier und da. Nein, ich wollte es speichern, weil es gut war, aber habe dann festgestellt, während dem Speichern, es war doch kacke. Also nochmal. Ja, das war jetzt auch Zeitverzögerung. Kann aber gut sein. Nee, oder? Dann von hier da drauf? Nee, das packt sie auch nicht. Also wir müssen schon den Block, glaube ich, nehmen. Mal. So, und direkt weiter. Das speichern wir jetzt mal ab. So, und dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie rüberkommen. Wie sie das schaffen kann. Mit Anlauf vielleicht? Ja. Zwischenspeichern ganz schnell, weil viel Zeit zum Hochziehen haben wir leider nicht. Ich dachte, jetzt ist auch noch eine Rampe. Uff. So. Hat geklappt. Jawohl. Gut. Dann haben wir das geschafft. Finden hier nochmal Munition. Ich hoffe gerade irgendwie, dass es ein Secret ist, aber das wäre irgendwie viel zu einfach. Ja, das wäre viel zu einfach gewesen für ein Geheimnis. Aber wir nehmen auch sehr, also auch so sehr gerne die Uzi-Munition an. Das ist nicht das Problem. Also davon abgesehen, ist alles gut. Will ich mich nicht beschweren. Und ich glaube, dass wir die Munition auch echt noch brauchen werden. Bei diesen ganzen blauen Kriegern, die wir da schon draußen gesehen haben. Die man aus Jade von den schwimmenden Inseln kennt. Ah, okay. Das ist halt so cool an diesem Spiel, dass wir hier so unglaublich viele verschiedene Rätsel haben. Das ist nicht nur so straight, also man hat so viele Neuheiten und Rätsel. Hier ist sogar so eine Katze aus dem Tempel der Katze von Tomb Raider 1. Unfinished Business. Mir wird jetzt hier gerade das Unfinished Business jede Folge zum Thema. Aber was soll's? Haben hier wieder Kugeln und ein orangenes Tor. Ich schätze mal, dass wir beide irgendwie öffnen müssen, um da durchzukommen oder so. Orange und grün. Sonst nichts, oder?
Idee wäre, die Plattform immer, die in der Mitte liegt, abzuspringen. Also wäre das bei Rot in dem Fall hier. Ohne was anderes zu berühren wahrscheinlich. Wir probieren es nochmal. Nee, das war die falsche Theorie. Weil ich dachte, da, wo sich die beiden Augen schneiden, wäre dann die Lösung. Habe ich jetzt so gedacht. Aber das war wohl nicht der Fall. Wir müssen uns was anderes ausdenken. Bei Grün hatte ich mir schon gerade überlegt, dass man irgendwie Gelb und Blau kreuzt. Weil das ja zusammen Grün gibt. Dafür müssten wir dann aber hier rüber springen. Ja, Grün ist doch offen. Ach, und das geht dann wieder zu? Ah, verstehe, wenn man auf ein anderes drauf watschelt. Da haben wir Grün geöffnet, weil wir Blau und Gelb gekreuzt haben. Das ist so eine coole Idee. Und dann haben wir jetzt Kugel 1 runtergelassen. Und bei Rot müssen wir doch eigentlich, haben wir das doch richtig gemacht. Aber vielleicht haben wir noch eine andere Platte dabei berührt. Ja. Probieren wir es nochmal. Nur Rot zu machen. Aber das geht nicht. Gibt es da noch eine andere Kombi? Hier, die drei. Das mit Grün hat ja geklappt. Nach unserer Theorie. Das heißt, es müsste doch eigentlich Rot nach derselben Theorie funktionieren, oder? Und das hier ist wirklich Spalte 3. Und das hier Nummer 2. Probieren wir es nochmal so zu springen. Ne, das geht nicht auf. Ach, Orange, nicht Rot. Natürlich, wir müssen Gelb mit Rot kreuzen. Und das findet hier statt. Und ganz dahin in der Ecke. Ohne jetzt andere zu berühren, müssen wir dahin springen. Ich glaube, wir haben was anderes berührt. Aber dann probieren wir es mal so. Ich glaube, das ist die einfache Richtung. Ja! Was ein geiles Rätsel. Das ist echt eine gute Idee gewesen. Und ich finde, wir sind gar nicht so dumm gewesen. Wir haben das eigentlich relativ schnell kapiert, was hier los ist. Bis auf, dass ich halt das mit dem Orange und Rot gleichgesetzt habe und nicht, ja, da war noch ein kleiner Denkfehler, aber ansonsten haben wir das doch eigentlich relativ gut gemeistert. So, jetzt haben wir uns aber bald auch mal das Zahnrad verdient, oder? Wie sieht's aus? Ist es das hier schon? Ich hoffe, dass hier nicht so viele Gegner kommen. Ja, da ist es doch. Wie gerufen, das Zahnrad für uns. Für unsere Mühen und Leistungen, die wir erbracht haben. Sehr, sehr gut. Ich bin zufrieden. So, und wie kommt man jetzt hier wieder raus? Ist da irgendwelche Möglichkeiten oder soll ich erstmal hier wieder an dem Ding vorbeilaufen? Ach, hier kommt man wieder raus. Nee, da sind wir hergekommen. Was ist denn das hier eigentlich? Das sieht irgendwie so auffällig aus. Hm. Aber hier ist auch was. Das ist ein Block. Und ich glaube, den Block kennen wir. Der versperrt uns nämlich schon länger den Platz. Jetzt kommen wir nämlich direkt bei den Zahnrädern raus. Sehr gut. Dann müssen wir nicht hochklettern diesmal. Das ist ja voll nett von dem Levelbauer. Ziehen den hier rum. Und hoffe, wir können da drüber springen. Das geht ja bei manchen Blöcken nicht, aber das ist eher bei Tomb Raider 4 konfigurierten Spielen der Fall. Jetzt ist die Frage, können wir den noch hier rausziehen? Das müsste doch auch gehen. Nee, es geht nicht mehr. Doch, geht. Geht das? Kann man da drüber springen? Gucken wir gleich mal. Weil dann sind die nämlich aus dem Weg. Das ist wichtig. Okay, vielleicht auch so schon. Nee, so käme auf keinen Fall durch.
Aber anders müsste es auf jeden Fall gehen. Ah, nee, da kommt man, weil Lara kann ja hier noch nicht kriechen, ne? Das ist schlecht. Ist aber ganz runtergefallen. Nee, da müssen wir den wahrscheinlich reinschieben. Geht auch gar nicht anders. Also, wenn hätte man da durchgekonnt. Wir können es ja nochmal probieren, ob es nicht doch am Rand irgendwie geht. Weil sonst wäre das doch nicht da, oder? Diese Schräge. Wenn man da nicht durch könnte. Geht das nicht irgendwie? Aber ich glaube, das macht sie wirklich nicht. Sag mal, diese Speedrun-Leute, die so durch die Level sich backen, die können sowas. Aber ich kann das nicht. Also Leute, die in 58 Minuten Tomb Raider 3 durchspielen am Stück. Denke ich mir so, alles klar. Zieh ich 13.000 Mal den Hut davor. Ich krieg nicht mal hier so einen Schritt durch die offene Wand durch. Fühlt man sich gleich voll schlecht. Da gibt's dann so verschiedene Positionen, wo die sich... Genau, wo Lara dann so slidet und dann slidet die irgendwie in die Wand rein und dann kommt man da durch. Und da gibt's halt genau die richtige Position, die man abpassen muss. Irgendwie so, aber das machen wir jetzt nicht. Also wir gucken jetzt, dass wir den Block irgendwie nach draußen bekommen. Und wir so da durchkommen, weil das ist wirklich nicht gewollt, anscheinend so hier rauszukommen. Ich hoffe nur, dass wir den Block jetzt auch so oft schieben können. Weil um hier rauszukommen, müssen wir ihn noch zweimal schieben können. Das geht, ist die große Frage, ne? Also einmal geht schon mal. Ah, nee, es reicht. Einmal reicht. Alles gut. Passt. Und dann... Ach, kommt man vielleicht auch hier hoch dann? Genau. Und von hier? Nirgendwo hin. Na toll. Ich dachte, wir haben jetzt eine Abkürzung, um mal da hochzukommen, aber das ist uns nicht gegönnt. Finde ich gerade irgendwie bösartig. Okay, zwei Türen haben wir geschafft. Wo ist die dritte? Ich habe Bock auf mehr. Hier kommt mal hoch. Da waren wir schon. Die Tür haben wir. Die ist wieder zu mittlerweile, weil wir das schon geschafft haben. Wo ist die nächste? Haben wir hier oben auch noch irgendwo eine? Oder hier ist doch eine. Dann machen wir doch erstmal die hier. Ah ne, hier kamen wir mal zurück. Das war ein Ausgang. Das war ein Ausgang. Die haben wir schon. Auf der anderen Seite war wirklich keine. Anscheinend nicht, ne? Gut, dann haben wir jetzt die hier unter Wasser. Wir haben die hier hinten. Das ist alles erledigt. Und hier oben war da noch irgendwo eine versteckt? Ich glaube nicht, ne? Hier oben waren keine Türen. Was war denn da noch? Da oben muss dann ein Schlüssel rein. Wenn wir da ganz zum Schluss wahrscheinlich einen haben. Okay. Dann müssen hier die anderen zwei Türen sein. Sind das die hier hinten? Ja, das sind doch die zwei. Also, die drei in der Mitte müssen wir ziehen, oder? Also dreimal Omega in der Mitte. Wie war es hier? Da müssen wir gleich mal gucken. Weil da war es 1, 2 und 4 gewesen vorhin. Wenn die gezogen sind, müssen wir Omega ziehen. Dann müssen wir 2, 3 und 4 in der Mitte ziehen. Ansonsten andersrum. Ist ja echt Mathematik hier in diesem Spiel. Und das ist auch eine Tür, aber das ist eine andere. Ich schätze, das ist dann wieder so ein Ausgang. So, mit dem Abspringen, dass ich früher Alt drücken muss, das klappt auch mittlerweile. Wahrscheinlich kurz bevor ich mich dran gewöhnt habe und das Spiel dann vorbei ist. Sagen wir mal so, gerade an sich was an gewöhnt, muss er sich wieder umgewöhnen. Ja, wir müssen 2, 3 und 4 ziehen. Das ist die Lösung. Das heißt, wir machen den runter. Und den hoch. Dann haben wir die Tür, die wir brauchen, offen. Und dann wird es wirklich Zeit jetzt mal wieder für einen Break. Machen wir dann in der nächsten Folge wieder in der nächsten Tür weiter. Haben wir noch eine ganz gute Richtung. Pro Folge eine Tür. So, momentan hat es ja ganz gut gepasst.
Aber auch nur deswegen, weil ich diese eine Folge verkackt habe, aufzunehmen. Ja, weil die Aufnahme beendet habe, weil ich gemeint habe, einen T auf der Tastatur eingeben zu müssen. Naja, in diese bewachsene Tür, vielleicht kommt da so ein bisschen Natur, ein bisschen Bewuchs und sowas Schönes, Grünes. Weiß man nicht. Ich bin gespannt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.